Willkommen zurück zu Schnapperklappers! Schnupperduppers! Mit zwei Spielern. Juwelenkanone, los Yay. Geht's! Sollen wir Juwelenkanonen? Vielleicht. Kanonieren. Ich hoffe, das läuft genauso gut wie das mit dem Kanonenschießen, weil das war ja nicht ganz so schwierig. Ne. Bereit? Los! Okay, also. Da kommt langsam sich ein Juwel angeflutscht. Ich schieb das mal da rein. Okay, und das. Ich mach dir mal wieder den Arm da rein, schätze ich. Ja. Zack, warte. Du bist ein bisschen hoch, haben wir beim letzten Mal sonst festgestellt. Also. Vielleicht mach ich noch zu hoch. Mach ich mal ein bisschen dünner. Zu hoch? Ja. Das sieht gut aus. Ja. Okay. Du musst noch die Kanone drehen. Schieben wir mal die Kanone. Ich glaube, du kannst dich auf das pinke Pinüppelding draufstellen, um die zu drehen. Ich glaube, dafür ist er da. Nicht, wenn ich da draufstehe. Schieben ruhig in den Abgrund oder so. Oder nachladen. Und langsam wieder rüber. Moment. Lass mal wieder schieben. So, jetzt warte bitte. So, ne, ist zu weit. Nein, das ist wieder zu weit. Tipp, tipp. Oh! Ich glaube, du darfst den nicht so. Aber nicht schlecht. ich glaube, du darfst den nicht komplett durchziehen. Ich glaube, da kriegt er zu viel Schwung. Na, scheinbar. Du darfst den nur so halb rausziehen. Okay. Danke! So, warte. Nice. Okay. Dann. Klink. Nummer 1. Gegessen. Geschafft. Okay. Jetzt müssen wir auch noch die richtigen Formen reinschießen, weil das wird ja immer komplizierter. Gott sei Dank, jetzt haben wir auch noch zwei davon. Ja, ich würde sagen, lass erstmal nur einen. Den da raus und wir versuchen erstmal unser Glück mit dem grünen. So, das sieht ganz nett aus. Sitzt! Boah, sitzt! Aber mit Skill. Okay, nächster. Dreiecksjuwel, ist die gleiche Story wie gerade eben, nur dass dieses Mal, glaube ich, da oben ein bisschen mehr Wand ist als beim letzten Mal. Also, mit viel Power. Wir müssen immer über das Dreieck drüber schießen. Also, geplant. Oh Gott, bewegliches Ziel. Ach, drehst du dich da bitte rüber, Mensch. Blöde Kanone. So, laden. Okay. Du gehst weg, wir laden erstmal wieder den blauen da rein. Die gleiche Geschichte, die wir eben schon mal hatten, nur dass dieses Mal die Wand höher ist. Warte. Ey. Ich versuche den hochzuschieben, Mann. So. Minimal. Fast. Geh in den Abgrund, Mann. Ich brauche ein neues Juwel. Versuchen wir unser Glück mit dem grünen eben mal eine Runde. Könnte schwieriger werden. Ich versuche den mal nach oben auszurichten. Das Ding bewegt sich ja. Bonk. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Okay, ich meine, jetzt kannst du wieder irgendeinen von den beiden nachladen. Okay, schau mal, erstmal wieder die Murmel. Doch, der steht ganz gut. Fällt er. Und so. So. Okay. Zu schnell da oben. Ein bisschen blöde schießen. Bewegung. Okay, dann versuchen wir den blauen, weil er gerade da vorne liegt. Ja, das sieht ganz nett aus, oder? Nur, dass das grüne Ding da im Weg ist. Ja. Ach, okay. Sehr schön. So, jetzt nur noch den beweglichen grünen da oben rein. Damit der irgendwie in seine Passform da reinfallen kann. Muss ich die Kanone wieder nach oben richten. Ja. Nö. Ponk! Ich meine, war nett, aber. Der ging doch nicht ganz so schnell wieder zur Seite, wie ich gedacht habe.
Okay. Gerade. Das ist ein bisschen. Wird schon wieder schief. Na. So. Wunderbar. Der sitzt. Und das müsste Stufe 3 gewesen sein. Wollte gerade sagen. Gut gemacht! Ah, ich kann nicht entkommen. Sehr schön. Jo. In der Tat, hier ist eine Decke. Ja. Gute Teamarbeit. Ich mag das Kanonen-Gimmick. Ja. Das ist ein gutes Gimmick. Schade, dass wir jetzt in eine andere Welt kommen, es nie wieder benutzt wird, aber... War ein lustiges Gimmick. Neue Party-Level aus grenzenlose Geschichten freigeschaltet. Oh Gott, jetzt schalten wir noch Sachen im Vier-Spieler frei, während wir zwei Spieler spielen, aber das wird ja immer komplizierter. Meine Güte. Ja, momentan haben wir sowieso keine vier Spieler hier sitzen, die müssen jetzt wieder zusammensammeln. Kurz ist sogar noch ein fetter Stern dran. Weil sind hier auch Sterne dran? Ja. Wunderschön. Witzige Werkzeuge! Ja, Schenkelklopfer. Komisch. Ja. Voll in Form 9. Wow. Nummer 9? Ja, das beste Final Fantasy. Diskussion. Schalte mich zur Diskussion nicht ein. Bereit? Los. Okay, also ich schätze mal... Ja. So müssen wir uns da reinstellen und dann müssen wir uns irgendwie Passform genau schneiden. Du fängst an mit dem Schneiden. Ja. Aber dafür musst du mal nach unten. Guck dich mal. Moment. Da. Du musst aber mehr weg. Oder du schneidest nach unten noch was weg. Nee, das geht nicht. Ich muss so stehen. Also muss definitiv oben mehr weg. Ja, aber dann wissen wir jetzt mal, dass das da schon mal richtig ist. So. Ah, ein bisschen mehr, ne? Minimal aber nur. Ja, das sieht gut aus. Jetzt muss da rechts halt noch ein bisschen mehr weg. Bis auf diesen komischen Strich da oben sieht er gut aus. Insgesamt würde ich sagen, ist das ganz nett. Jo, jetzt... Ich hoffe, das reicht. Muss bei mir entsprechend noch die Seiten alle wegschneiden. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan, wie ich das mit dieser Form jetzt noch machen soll. Okay. Ich würde vorschlagen, dass du dich auch horizontal machst, quasi genauso wie ich das gemacht habe. Aber... Vertikal meine ich natürlich, vertikal. Dass du auch die Rundung nach unten hast und dass ich mich halt hier auch an so? Die... Ja genau, dass ich mich auch so an die Stelle stelle. Weil ich habe es einfach von der Höhe her... Einfach nur noch im Stehen gemacht, das wegzuschneiden. Also schneidet man jetzt so. Also so? Ja, einfach, ich habe ganz normal gestartet und einfach reingeschnitten. Genau, so, jetzt stehe ich jetzt richtig von der Höhe her. Ja, das sieht gut aus. Sieht richtig aus. So, dann schneidest du mir das bei der anderen Hälfte nochmal so rein. Warte, hier hinten meinst du? Ja, genau, da. Schneide ich wieder so. Das heißt, ich muss hier dran, ne? Ja. So. Das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Okay. So, und jetzt haben wir dann noch irgendwie diese hässliche Form hier. Genau, haben wir noch das da oben, das wir irgendwie wegkriegen müssen. Guck mal, dass du dich vielleicht noch ein bisschen weiter drehst, dass du mir die Wanne da nicht wegschneidest, dass du aber trotzdem irgendwo so die Rundung damit drin hast. Oder so in etwa. So. Schau mal. Wie passend das ist. Man muss noch so ab. Dreh ich mal andersrum, sodass du jetzt den Winkel hast. So meinst du? Ne, den noch wieder zurück ein bisschen. Ja, genau, das. Ja, nochmal wieder zurück. Keine Ahnung, wo du meinst. Dass die. So? Ja, genau, dass du so den Winkel hast. Und jetzt versuch mal, ja, da oben so die Ecke wegzuschneiden. Nochmal ein bisschen runter. Ist das nicht zu viel? Ne, das ist noch nicht zu viel. Lass mich mal gucken, wo dein Auge da ist. Ja, okay, so mein ganzes linkes Auge, also von uns aus gesehen das rechte Auge. Bei mir muss auf jeden Fall noch komplett einmal weggeschnitten werden. Ja, nicht das ganze, aber irgendwie so hier und da oben die Ecke, die ist irgendwie falsch. Schau mal. Na, versuchen wir mal. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht. Ja, okay, das hat gereicht. Wir sind das ist ein Alligator in der Badewanne. Oder soll es ein Nashorn sein? Ich meine, du hast ein Horn. Auf jeden Fall können wir halt Wasser anschalten und das hat irgendwie funktioniert. Ja.
Blubberblasen. Obwohl wir so einen komischen Höcker hinten noch drin haben. Sagte ich schon, die Passformen werden komplizierter? Ja. Okay, ich würde sagen, das hat ziemlich lang gedauert. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Verkehrslotsen spielen werden. Ui. Das kann ja witzig werden. Ja. Also bis zum nächsten Mal. See ya. Aloha.